So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Strahlender Diamant und herzlich willkommen im neuen Jahr. Way! Leute, 2022 ist angekommen und wir sind auch in 2022 angekommen, zusammen mit unseren allerliebsten Pokémon dieser Welt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, ohne auszurutschen. Und ich hoffe, ihr habt auch oft genug Pikachu geschrien. Ist ein bisschen länger her, dass der letzte Part kam. Genau gesagt, kam der letztes Jahr. Hihihihi, witzig, spritzig, tralalala. Ich sag gar nichts. Ich sag einfach nur, jetzt ist ein neuer Part da. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich. Und ich habe vergessen, dass Pipi vom Typ Fee ist. Alter, Pipi. Ich habe vergessen, dass Pipi vom Typ Fee ist. Das ist ja unglaublich. Egal, Pikachu holt uns ein bisschen voll. Was habt ihr so getrieben die letzten Jahre? Wie geht es euren Kindern? Was macht das Wetter? Und was macht euer Ehemann bzw. eure Ehefrau? Ich hoffe, den allen geht's gut. Und die alle verlässt niemals der Mut, sondern sie können ihre Träume verwirklichen, weil sie an ihre Träume glauben. Weil Glauben ist so eine Sache, das ist wichtig. Man sollte immer an sich glauben. Man soll dann glauben, dass aus Kleinem Großes entstehen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine, Freunde. Okay, ist ja auch egal. Wir sind noch immer hier in Pokémon Strahlender Diamant auf dem Weg nach Schleide. Ich muss allgemein sagen, die Namen der Höhenregion, die Namen der Sinnoh-Region, die sind teilweise ein bisschen sehr seltsam, finde ich. Zum Beispiel Schleie, der finde ich einen seltsamen Namen. Ich glaube, ich habe früher immer gesagt, das heißt Schleide. Und das ist natürlich falsch, weil das E ist wichtig. Das E ist kein stummes E. Es gibt stumme Es, wie zum Beispiel bei Wie oder wie bei Die oder Sie oder Ski. Nein, bei Ski ist das eh nicht ganz stumm, aber es wird ein bisschen anders ausgesprochen. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, dass das kleine süße Pichu kann uns gar nichts anhaben. Ja, aber wie gesagt, allgemein habe ich es halt so, ich glaube, das haben viele Leute, dass ich mir als Kind viele Namen falsch gemerkt habe. Zum Beispiel, anstatt Ratzfratz, sage ich Ratzfratz, also mit einem TZ. Anstatt, was gibt's noch? Mediti, sage ich Medite oder so. Also klar, man kann sich umgewöhnen, aber ich bin teilweise ein faules Stück und möchte mich gar nicht umgewöhnen. Wisst ihr, ich will einfach meine Gewohnheiten beibehalten. Aber ab und zu sollte man das einfach nicht tun. Man sollte die Gewohnheit nicht beibehalten, sondern man sollte sagen so, hey, habe ich so jetzt lang genug, habe ich mit dieser falschen Information gelebt. Ich habe mir das als Kind falsch angewöhnt, was auch okay ist, weil ich ein dummes kleines Kind war. Jetzt bin ich ein dummer kleiner Erwachsener und jetzt ist es vielleicht die Zeit, diese Bad Habits abzulegen und einer positiven Zukunft entgegenzublicken. Und diese positive Zukunft beinhaltet, dass man Namen richtig ausspricht. Naja, man muss doch sagen, auch wenn ich neue Namen höre, die ich zuvor noch nie gehört habe, und ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, und die Person sagt mir in dem Moment, wie man den Namen aussprechen muss oder sollte, ich kann das nicht eins zu eins replizieren. Also ich tue mich dann trotzdem schwer. Also es kommt natürlich immer auf den Namen an. Manche Namen kann ich dann doch auch aussprechen, obwohl sie mir unbekannt sind und obwohl ich sie vorher noch nie gehört habe. Aber gewissen ist es halt auch schwierig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich gerade gehört habe, wie die richtige Aussprache ist, fällt es mir trotzdem schwer, den Namen richtig auszusprechen. Also, könntest du jetzt mal bitte einfach treffen, Escargot? Ich weiß, es hat bisschen seinen Fluchtwert gesteigert. Aber das wird doch kein Problem sein für dich. Trotzdem zu treffen, weil so eine Aquawelle, die ist riesig. Das ist die perfekte Welle sozusagen. Und wir... Ist doch einfach absolut nervig. Wenn wir es schaffen, dieses Vonera zu besiegen, bevor uns die Aquawellen ausgehen. Was meint ihr, Freunde? Ich glaube kaum daran.
Also das ist unglaublich, bei den Gegnern, keine Ahnung, wenn der Fluchtwert steigt bei Vonera, dann steigt der Fluchtwert doch nur minimal. Keine Ahnung, ich weiß nicht, um wie viel Prozent, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie das verrechnet wird, so, der Fluchtwert steigt, das heißt, meine Genauigkeit ist im Endeffekt irgendwie geringer, aber der Fluchtwert steigt doch nur um, ich weiß nicht, wie viel waren es, 33%? Oder waren es im Fall von Fluchtwert 16,666666%? Ah, keine Ahnung, ich will keine falschen Behauptungen machen, aber ich dachte, das wäre eigentlich, Dankeschön, so ein Wert, wo man eigentlich mindestens jedes zweite Mal treffen müsste, okay? Der Fluchtwerk ist ja dreimal gestiegen, aber trotzdem kommt es mir so vor, als ob bei den Gegnern, also man hat immer das Gefühl, dass bei den Gegnern die Attacken niemals treffen, obwohl der Fluchtwert nur ein bisschen steigt, und bei einem selbst, wenn man den Fluchtwert erhöht auf das Maximum, dann passiert irgendwie gefühlt gar nichts. So kommt es einem immer vor. Und so ist es halt auch, logischerweise. Da kommt jetzt wieder ein Supertrank ein. Wir haben es ja, ich würde sagen, wir haben es gerade nötig. Wir haben es eben nicht nötig, aber wir haben das Zeug. Wir können es ausgeben. Wir sollten nicht immer so sparsam sein. Ich bin halt wirklich ein Spieler, der in Rollenspielen jeden Mist einsammelt. Selbst wenn ich Level 1576 bin, sammle ich das Level 1 Gear auf. Oder beziehungsweise ein. Ich sammle es ein. Aufsammeln, ja. Ich sammle das Gear ein, also die Ausrüstung, auch wenn ich sie niemals benötigen werde. Und dann ist mein Inventar voll. Und ich versuche, dieses Inventar dann zu leeren, indem ich das Zeug, was ich nicht brauche, verkaufe. Aber ich verkaufe es für so wenig Geld, weil ich auf so einem hohen Level bin, dass mir absolut gar nichts bringt. Und manchmal behalte ich das ganze Zeug, zum Beispiel irgendwelche Heil-Items, und setze sie niemals ein. Dann bin ich am Ende des Spiels und ich kann gar nichts mehr machen, weil beziehungsweise ich kann gar nicht so viele Heil-Items verschwenden, weil ich schon am Ende des Spiels bin, und ja, da muss ich nichts mehr verschwenden, weil ich ja am Ende des Spiels bin, logischerweise. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Ja, meinen Punkt verstanden. Seid ihr auch so sparsame Rollenspiele? Also vor allem in Rollenspielen geht es mir so. Bei anderen Spielen gibt es ja nicht wirklich großartig Highlights oder wo gibt es das noch? Ja doch, das gibt es trotzdem schon auch. Zum Beispiel in Souls-like-Spielen kann man sich ja auch heilen. Aber Souls-like-Spiele... Also ist Dark Souls auch ein bisschen... Ja, es hat Rollenspiel-Elemente, aber Rollenspiel würde man es trotzdem nicht nennen, oder? Ich weiß es nicht. Ich wollte schon immer mal Dark Souls spielen, beziehungsweise ich wollte schon immer mal Bloodborne spielen, vor allem, weil Bloodborne interessiert mich deutlich mehr als Dark Souls, weil es halt dieses Dark Souls Prinzip hat, und das Setting gefällt mir minimal besser als bei Dark Souls, aber ich glaube, beides sind sehr gute Spiele. Also Dark Souls, die Dark Souls Reihe, 1, 2, 3 und Demon's Souls, wenn man es dazu zählt, was man wahrscheinlich sollte, und Bloodborne als eigenständiges, auch Souls-like Spiel von den gleichen machen. Ja, das sind ein paar kleine Enton. Enton sind süß, Enton sind cool. Ich frage mich... Oh, hier gibt es einen Kampf. Ich frage mich, wer hat sich dazu entschieden, Enton als dümmliches Wesen darzustellen? Aus Enton hätte viel mehr werden können. Enton hatte Potenzial. Enton hätte an die Universität gehen können. Er hätte eine Karriere machen können als Investment-Makler. Aber man hat ihm diesen Stempel aufgedrückt. In seiner frühesten Jugend hat man ihm den Stempel aufgedrückt. Du bist ein dummes Ding. Dabei wissen wir alle, wenn wir den Anime gesehen hätten, wissen wir alle, dass Enton einfach das KLUK-ste Wesen dieser Welt ist. Und jetzt bitte. Bitte, Escargot. Tu mir den Gefallen. Brich durch die Verwirrung durch und zerstör dieses Pipi. Dankeschön, Escargot. Du bist durch die Verwirrung durchgebrochen. Wie ich es dir nicht befohlen habe, sondern wirklich darum gebeten habe. Die Welt wäre so schön, wenn alle sofort meinen nicht Befehlen, sondern meinen Bitten Folge leisten würden. Und das hat Escargot sehr gut getan.
Kämpfen hier alle? Ich war schon mal hier, aber kann man mich erinnern. Wieso kämpfen hier alle? Ich hab keinen Bock, gegen die alle zu kämpfen. Ich wollte nur mal kurz hier vorbeischauen. Bei allen kurz vor nachschauen, ob alles gut ist, ob das Essen gut gesalzen ist, ob es nicht übersalzen ist, ob sie nicht irgendwie ein Haar in der Suppe gefunden haben. Weil es ist wirklich sehr, sehr ekelhaft. Ich muss sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, bei solchen Dingen bin ich sehr penibel. Wenn ich zum Beispiel selbst koche und da fällt mir zum Beispiel mein eigenes Haar in die Suppe oder, weiß nicht, meine Mutter kocht oder eine Freundin kocht oder irgendjemand einen Freund kocht oder irgendwie sowas und da fällt der Person Haar in die Suppe, dann denke ich mir einfach so, okay, ich nehme das Haar raus und kann die Suppe weiter essen. Aber wenn ich jetzt eine Suppe serviert bekomme und da ist ein Haar drin und ich weiß nicht, von wem ist dieses Haar, dann widert es mich megamäßig an. Also dann würde ich fast schon sagen, dass ich die Suppe nicht essen würde. Oder sehr angewidert würde ich die Suppe essen. Wahrscheinlich so rum. Geht's doch auch so? Ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel auch so, wenn... Zum Beispiel mein Badezimmer. Das Badezimmer muss sauber sein. Ich glaube, überall muss alles sauber sein, logischerweise. Beim Badezimmer muss es eigentlich immer sauber sein, meiner Meinung nach. Wenn aber jetzt mal, keine Ahnung, wie gesagt, auch wieder Haare oder so in der Badewanne oder in der Dusche liegen und ich weiß, von wem die Haare sind, dann finde ich das nicht ganz so schlimm. Dann denke ich mir so, okay, ich wische das einfach auf und alles gut. Aber wenn es Haare sind von einer Person, die ich nicht so gut kenne, dann finde ich das wieder absolut ekelhaft. Zum Beispiel, ich hatte eine Freundin, die hat in einer WG gewohnt. Und immer wenn ich bei ihr übernachtet habe, war die Dusche, sagen wir mal, leicht schmuddelig. Leicht schmuddelig war die Dusche und ich fand das absolut ekelhaft, weil ich nicht... Also ich kannte die Person aus der WG, ich habe mich eigentlich auch gut verstanden mit denen. Aber jetzt, ich hatte trotzdem jetzt nicht so ein Verhältnis mit denen, dass mich ihre Haare in der Dusche nicht anekeln würden. Das ist schon krass. Aber gut, andererseits zum Beispiel, es ist ja auch so, dass zum Beispiel Eltern können die Windeln von den eigenen Kindern ja ohne Probleme wahrscheinlich wechseln. Also da haben sie kein Problem mit. Aber ich glaube, für die wäre es schon ein bisschen schwieriger, wenn sie die Fäkalien von anderen Kindern irgendwie wegwischen müssten. Es ist halt sowas, wenn man den Schmutz oder die Fäkalien von jemandem Vertrautem wegwischen muss oder in Kontakt damit gerät, ist es für einen deutlich weniger schlimm, als wenn es von Leuten ist, die man nicht ganz so gut kennt. Aber weiß nicht, ob alle Leute so extrem sind. Ich sehe gerade, Pantimus steht auf den Zehenspitzen. Ist das immer so? Und was macht das für einen melodramatischen Abgang? Das ist ziemlich cute. Dann kommen, damit wir auch mal wieder ein bisschen wen anders sehen. Ich frage mich halt auch eben, ob... Also, sind nicht alle Leute so extrem, wie ich das bin? Also, ich bin jetzt nicht megamäßig extrem, aber ich bin schon eher extremer in diesen Sachen. Aber zum Beispiel Krankenpfleger oder so Altenpfleger und Altenpflegerinnen und Krankenpflegerinnen logischerweise auch, die haben ja tagtäglich mit Fäkalien und Schmutz von anderen Leuten zu tun. Und die haben ja wahrscheinlich dann eine eher etwas geringere Hemmschwelle, würde ich sagen. Und dementsprechend muss ich auch sagen, bewundere ich solche Leute wirklich extrem. Nicht nur, weil sie sich um kranke und bedürftige Menschen sorgen, sondern vor allem auch, weil ich es wirklich, ich glaube, ich könnte es sehr, sehr, sehr schwer, also wenn es um Leben oder Tod ging, dann könnte ich wahrscheinlich auch irgendwie ältere Leute pflegen. Also sie zum Beispiel so eine Katzenwäsche durchführen in ihrem Bett oder halt eine normale Wäsche. Das könnte ich dann wahrscheinlich schon machen. Aber so jetzt prinzipiell jetzt in meiner jetzigen Situation könnte ich das wahrscheinlich niemals machen. Ich weiß nicht, ich würde mich einfach zu sehr davor ekeln. Also nicht ekeln, sondern... Ekeln ist das falsche Wort. Oder vielleicht ist das richtige Wort. Ich kann es nicht ganz einschätzen, ob ekeln das richtige oder falsche Wort ist. Aber ihr versteht, was ich meine. Deswegen, falls irgendjemand von euch Krankenpflegerin ist oder Krankenpfleger oder Altenpflegerin, Altenpfleger, wirklich, ich ziehe meinen Hut vor euch. Ich habe gerade keinen Hut auf dem Kopf, aber der gute Kengo zieht den Hut vor euch, weil er es wirklich sehr toll findet, wie er mit Menschen umgeht. Also ich glaube,
Ich habe keine Aufbauwelle mehr. Nice. Als Krankenpflegerin muss man geboren sein. Also, ich glaube wirklich, man muss auf die Welt kommen, so als Baby, und sich denken, ich werde Krankenpfleger. Oder ein Altenpflegerin. Ich finde es... Ich habe es jetzt zwar auch gemacht, so dieses, dieses Altenpflegerin, also dieses Gender, so mit dieser Pause, aber grundsätzlich mag ich das nicht. Ich finde, wenn man schon beide Geschlechter mit einbeziehen will, oder beziehungsweise alle Geschlechter mit einbeziehen will, dann finde ich das cool, wenn man sagt Altenpflegerinnen und Altenpfleger, anstatt dass man sagt Altenpfleger, Pause, 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 innen. Also das finde ich blöd, obwohl ich es jetzt selbst getan habe, aber ich mag das nicht, das klingt irgendwie, es klingt einfach nicht ästhetisch. Vielleicht sagen sich gewisse Leute so, ey Fokker, du klingst als Ganzes nicht ästhetisch, und da würde ich euch nicht widersprechen, aber trotzdem finde ich, das klingt nicht ästhetisch mit dieser ewig langen Pause. Also in meinem Kopf ist die Pause ewig lang. Wahrscheinlich geht die Pause nur 5 Sekunden. 5 Sekunden wäre in dem Zusammenhang auch mega lang. 5 Millisekunden. Aber ist für mich too much. Für meinen Hörgenuss. Für meinen genüsslichen Hörgenuss. Wie seht ihr das? Also jetzt nicht prinzipiell wegen dieses Gender, wegen dieser Genderpause, das ist mir relativ egal. Also ich meine eher wegen dieser Sache mit Pfleger, also mit Leuten pflegen. Seid ihr da auch so ein bisschen heikel, dass ihr den Schmutz anderer Leute eher schlecht wegmachen könnt, im Gegensatz zu eurem eigenen? Oder denkt ihr auch so, ja, Schmutz ist Schmutz, die ganze Menschheit ist Schmutz, dementsprechend habe ich auch kein Problem damit, wenn ich die ganze Welt, verdammt, die ganze Menschheit auslösche. Ich habe es ein bisschen versaut. Das hätte ganz witzig werden können, wenn ich mich nicht versprochen hätte. Aber versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ich habe zum Beispiel versprochen, dass diese Woche noch ein Part kommt, beziehungsweise, dass diese Woche es weitergeht mit Pokémon Strahlender Diamant. Und ich habe mich daran gehalten, Freunde. Ich habe mich daran gehalten. Habt ihr auch an eure Versprechen gehalten der letzten Jahre? Oh, habe ich gar nicht gegen die gekämpft? Oh, anscheinend gegen ziemlich viele Leute hier noch gekämpft. Kann das sein? Ja, ist ein bisschen länger her. Es war im letzten Jahr noch, dass ich hier entlang gegangen bin. Oder offensichtlich bin ich hier gar nicht entlang gegangen, sonst hätte ich sie ja bereits besiegt. Nun gut. Wie dem auch sei, ich muss sagen, Charmian sieht meiner Meinung nach ziemlich cool aus mit diesem 3D-Sprite. Da appreciate ich das Pokémon auch deutlich mehr. Irgendwie. Gewisse Leute sehen durch die... Obwohl 3D-Sprites ist falsch, das falsche Wort. Durch die 3D-Modelle sehen gewisse Pokémon meiner Meinung nach besser aus. Und gewisse Werte jetzt gar nicht so sehr auf. Zum Beispiel Bronzel. Ich glaube, ich weiß, ich fluche die ganze Zeit über Bronzel. Aber Bronzel ist so ein Ding. Ich finde... Also, obwohl... Nee, was anderes Wort. Ich finde, das 3D-Modell ist eigentlich schon gelungen in dem Sinn, dass das Modell, also der Körper an sich cool ist, aber was mich wirklich an Bronzel stört, sind die Augen. Die Augen sehen einfach so creepy aus. Ich kann es mir nicht erklären, wieso ich das so schlimm finde, aber ich finde, die Augen wirklich bei Bronzel machen das Gesamtbild einfach kaputt. Ist genauso wie wenn ihr seid irgendwo, sitzt irgendwo im Café, das Wetter ist gut, ihr habt gute Vibes, ihr habt gute Laune. Alles ist gut. Die ganze Welt ist gut. Ihr möchtet die ganze Welt umarmen, weil es gerade so ein schöner Tag ist. Dann seht ihr ein Männlein, ein Weiblein in der Ferne und denkt euch so, oh, dieses Männlein, dieses Weiblein, das sieht so interessant aus. Was hab ich jetzt gerade gesagt? Ihn oder sie möchte ich jetzt gerne kennenlernen. Dann geht ihr an die Person näher ran. Die Person dreht sich um und sie... Oh Moment, jetzt muss ich nichts Falsches sagen. Ich wollte sagen, sie hat eine riesige Warze im Gesicht. Aber damit will ich niemanden diskriminieren, der eine riesige Warze im Gesicht hat. Obwohl, nee, die Person hat eine riesige Warze im Gesicht. Denkt ihr zumindest. Aber das ist gar nicht die Warze, sondern die Nase der Person. Und diese Kleinigkeit, die an und für sich gar nicht mal schlimm ist, macht das Gesamtbild für euch kaputt. Und ihr denkt euch so, okay, ich kann mit dieser Person nicht leben. Ich kann mit dieser Person keine Kinder zur Welt bringen. Das ist unmöglich. Mein ganzes Leben ist jetzt gerade vorbei, weil ich gedacht habe, das wird die Person fürs Leben, für mein Leben.
Hast du mir noch was zu geben? Nee, okay. Aber, ja, dann so eine Kleinigkeit einfach alles kaputt gemacht. Und bei Bronze ist es genau das Gleiche. Das Pokémon ist ein cooles Pokémon. Das 3D-Modell ist eigentlich auch ziemlich cool. Aber dann kommen einfach die Augen. Und die Augen sind das Portal zu eurer Seele. Und die Augen von Bronze sagen mir, dass es gar keine Seele hat. Und wie soll ich mit deinem Pokémon klarkommen? Wie soll ich ein Pokémon gerne haben, was keine Seele besitzt, Freunde? Wie soll das möglich sein? Denkt mal darüber nach. Denkt darüber nach. Und mit dieser Story vorhin von dieser Person, von die ihr ins Auge gefasst habt und die so eine Kleinigkeit besitzt, die euch nicht gefällt. Damit wollte ich erstens, um es auch klarzustellen, niemanden in irgendeiner Weise diskriminieren oder zu nahe treten. Weil Schönheit, das ist zwar ein blödes Sprichwort, aber das Sprichwort trifft wirklich sehr gut zu. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Zum Beispiel so eine, ich weiß nicht, sagen wir jetzt mal, die Person hat jetzt nicht, hat so ein Muttermal im Gesicht. Und für euch sieht das Muttermal unästhetisch aus. Für eine andere Person zum Beispiel aber, könnte dieser Muttermal genau dieses kleine Detail sein, was die Person umso hübscher macht. Und dementsprechend kann die eine Person dieses Muttermal als negativ empfinden, während die andere Person dieses Muttermal als positiv empfindet. Und das kann bei allen Dingen sein. Also, keine Ahnung, ist die Form der Nase, die Augenfarbe, die Länge der Wimpern, alles Mögliche. Jeder hat andere Vorlieben und es ist gut, dass jeder andere Vorlieben hat, weil so findet sich zu jedem Topf ein Deckel. Wenn ihr jetzt irgendwie welche sehr seltsamen Vorlieben habt, mit sehr seltsam meine ich jetzt nicht irgendwie, dass ihr einen Kink habt, zum Beispiel, dass ihr auf Füße steht oder so. Das ist ja, finde ich, noch normal. Aber wenn ihr Vorlieben habt, die den gesetzlichen Rahmen sprengen würden, dann solltet ihr keinen Topf für euren Deckel finden, sondern dann habt ihr Probleme und solltet doch therapieren lassen. Das ist was anderes, logischerweise. Aber so blöd es halt auch klingt, solche Leute kann man eigentlich auch nicht verurteilen, weil sie können ja nichts für ihre Krankheit. Sie können aber was dafür, wenn sie nichts gegen die Krankheit tun und ihre kranken Vorlieben, die gesetzeswidrig sind, ausleben. Dafür können sie durchaus was und da kann man sie dann, ab diesem Punkt kann man sie dann auch verurteilen. Zuvor kann man sie meiner Meinung nach nicht verurteilen, weil niemand kann dafür, wie er zur Welt kommt, mit welchen Attributen die Person zur Welt kommt, mit welchen Eigenschaften die Person zur Welt kommt. Dafür kann niemand was. Und wenn jetzt jemand sagt so, ja, aber wenn die Person, keine Ahnung, eine krumme Nase hat, dafür kann sie doch auch nichts. Aber sie kann sich doch operieren lassen, was ist das Problem? Ist doch auch gar kein Problem. Muss ich sagen, nein. Also doch, eigentlich schon. Die Person kann sich operieren lassen, aber muss sie nicht. Weil niemand zwingt sie dazu. Wie gesagt, es gibt bestimmt auch Leute, die es mögen. Zum Beispiel, wenn die Nase krumm ist. Oder wenn die Nase ein bisschen größer ist. Also ich sage jetzt nur Nase, weil mir das Beste eingefallen ist. Es können auch Ohrläppchen sein. Reden wir lieber über Ohrläppchen, weil es könnte wirklich jemand sein. Und ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten. Es könnte jemand sein, der jetzt gerade wirklich zu Hause sitzt, sich diesen Part anschaut und unzufrieden mit der Nase ist. Und wenn du gerade diesen Part hörst oder siehst, oder am besten beides, und du bist unzufrieden mit deiner Nase, musst du nicht sein. Du bist schön, so wie du bist. Jetzt vielleicht nicht in den Augen von allen Personen dieser Welt, aber in den Augen von vielen Personen. Und es ist auch nicht schlimm, also es ist absolut nichts Schlimmes, wenn eine andere Person unattraktiv oder sagen wir sogar hässlich findet. Weil dafür können die Personen ja im Prinzip auch nicht. Man muss der anderen Person nicht mitteilen, ungefragt, dass man sie nicht attraktiv oder vielleicht sogar hässlich findet. Das muss man ja nicht tun. Aber prinzipiell ist es ja nichts Schlimmes. Es ist nur dann schlimm, wenn man es der Person ungefragt in die Fresse drückt und sie damit versucht zu diskriminieren oder zu diskreditieren oder runterzumachen. Versteht ihr, was ich meine?
Dementsprechend, nicht jeder kann auch hübsch finden. Auch die schönste Schönheit dieser Welt, objektiv gesehen, oder nicht objektiv gesehen, sondern im Großteil der Bevölkerung als schön betrachtet, die, Moment, wie drückt man es am besten aus? Das Topmodel, was für die Allgemeinheit als Schönheitsideal gilt, kann bzw. wird trotzdem von nicht von allen Menschen als schön empfunden. Und das ist auch okay so. Weil es gibt natürlich Schönheitsideale, die sich in unserer Gesellschaft gefestigt haben. Aber diese Schönheitsideale sind ja nicht in Stein gemeißelt. Die Schönheitsideale wandeln sich. Zum Beispiel, früher war es sehr schön, wenn man blasse Haut hat. Heutzutage ist es eher schön, wenn man dunklere Haut hat. Also, und vielleicht, ich weiß nicht, in 50 Jahren wird es schön sein, wenn man gar keine Haut hat. Wenn man sich die Haut vom Leibe reißt. Also das weiß man ja nicht. Dementsprechend, diese Entwicklung muss man natürlich nicht immer folgen. Sollte man auch nicht folgen, sondern man sollte einfach seinem Herzen folgen, wenn man sagt so, hey, wir sind gerade in einer utopischen Zukunft und alle reißen sich die Haut vom Körper, weil das dem Schönheitsideal von heute entspricht. Aber ich finde es schön, dass ich noch Haut besitze, weil die Haut ist ein wichtiges Organ, meiner Meinung nach. Man sollte es auch als dieses behandeln. Dementsprechend möchte ich mich dem Trend entgegensetzen und meine Haut nicht vom Leibe reißen. Damit riskiere ich eventuell, dass die Mehrheit der heutigen Gesellschaft mich als nicht sehr attraktiv empfindet. Aber es gibt trotzdem noch Leute wie mich, die Haut als ein schönes und notwendiges Ding ansehen und die mich so lieben lernen werden, wie ich bin. Nämlich mit meiner Haut und nicht ohne Haut. Und das dürft ihr niemals vergessen, Freunde. Es ist am Schluss, ist es wichtig, dass ihr euch selbst gefällt. Es ist auch natürlich auch so ein bisschen blöd dahergesagt. So, ich weiß, viele Motivationscoaches sagen so, ja, es ist wichtig, dass ihr euch selbst gefällt. Keine Ahnung, was Motivationscoaches so sagen, weil ich hatte noch nie einen Motivationscoach. Aber nee, es geht immer so, ja, Selbstvertrauen ist das Wichtigste, bla 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 bla. Und natürlich, es sind immer so Sprüche, die man sagt, um sein Produkt so ein bisschen zu verkaufen. Also im Falle von Motivationscoaches wollen sie natürlich ihre Seminare verkaufen. Aber es ist halt so blöd, es klingt, es ist halt wirklich so. Selbstvertrauen ist wirklich eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Und ich möchte auch gar nichts verkaufen. Ihr sollt nicht in meine WhatsApp-Gruppe kommen. Ihr sollt nicht irgendwelche Kurse von mir kaufen. Das Einzige, was ihr sollt, kommt auf meinen Discord. Freunde, kommt auf meinen Discord. Kommt in die Gruppe. Wenn ihr einen Porsche Cayman S fahren wollt, kommt auf den Discord und ich sage euch, wie ihr zum Porsche Cayman S kommt und euer Selbstvertrauen in die höchsten Höhen hieven könnt. Freunde, das ist wichtig. Selbstvertrauen ist wichtig. Das wollte ich einfach damit sagen. Ich wollte nur damit sagen, beziehungsweise ausdrücken, dass nicht alles, was irgendwelche Motivationscoaches und Pseudogurus von sich geben, dass das Schwachsinn ist, sondern vieles hat auch Hand und Fuß und ich habe auch eine Hand und einen Fuß. Dementsprechend bin ich auch sehr wichtig für die Gesellschaft. Ja, und ihr seid auch wichtig für die Gesellschaft. Manche mehr und manche weniger logischerweise, weil kann nicht jeder gleich wichtig sein. Aber es sind trotzdem alle Menschen gleich für die Gesellschaft. Und wenn es nicht gleich, sondern alle Personen sind wichtig für die Gesellschaft. Und wenn jetzt jemand sagt, alle Menschen sind genau gleich und genau gleich wichtig für die Gesellschaft, dann call ich es Bullshit. Weil das ist nicht so. Weil nicht jeder Mensch ist gleich. Alle Menschen sollten gleichgestellt sein. Da bin ich total d'accord damit. Da gehe ich total d'accord. Aber wenn irgendjemand mir sagt, alle Menschen sind gleich, dann sage ich nein. Jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Jeder Mensch hat andere Vorlieben. Und dementsprechend formt sich so die individuelle Klasse eines Menschen. Du bist individuell, du bist ein toller Mensch. Abgesehen, du hast schlechte Sachen getan, dann bist du kein toller Mensch. Also dann sage ich es ja auch offen ins Gesicht. Du bist ein schlechter Mensch, wenn du was Schlechtes gemacht hast, ja? Ja, obwohl, wenn du eine schlechte Sache gemacht hast, bist du nicht gleichzeitig ein schlechter Mensch. Es kommt natürlich darauf an, wie schlecht oder schlimm diese Sache ist, die du getan hast. Also wenn du jemanden umgebracht hast, ist es natürlich schlimmer, als wenn du, keine Ahnung, aus Versehen
die Lieblingsphase deiner Mutter umgeschmissen hast. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche, logischerweise. Aber, ihr versteht, glaube ich, prinzipiell schon so, was ich meine. Weil ihr seid kluge Menschen. Ihr seid nicht alle Dooflis. Manche sind vielleicht ein bisschen Doofli, aber im Prinzip seid ihr kai-lu-kai Menschen und als solcher möchte ich euch auch behandeln. Und Bananko ist tot. Nice. Sehr gut. Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt für diesen Part, oder? Bananko ist einfach gestorben. Durch einen Garados. Aber gut, es war im Regen geboostet, der Wasserfall, und heißt das überhaupt Wasser? Nein, es heißt nicht Wasserfall. Wie heißt die Attacke nochmal? Nicht Wasserfall, sondern dieses andere. Kaskade. Hat die Kaskade eingesetzt? Ja, Kaskade eingesetzt, oder? Ja, yeah, Kaskade eingesetzt. Es hat Kaskade eingesetzt. Das Garados. Gewisse Puppen sind für mich einfach männlich irgendwie. Ja, ein Garados kann natürlich wahrscheinlich auch, also was heißt wahrscheinlich, kann auch weiblich sein. Aber für mich ist ein Garados männlich, würde ich sagen weiblich. Ich weiß nicht, wieso. Also was, ich weiß wieso, wegen des stereotypisch männlichen Aussehens. Des bisschen aggressiven Aussehens. Und Nanu? Escargot entwickelt sich, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Ouais, ouais. Ah, ich freue mich, den Digitation zu. Et voilà. Escargot hat sich entwickelt zu Gastrodon. Glückwunsch, Gebieter. Dein Escargot hat sich zu einem Gastrodon entwickelt. Für Gastrodon wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sein biegsamer Körper enthält keinen einzigen Knochen. Wird ein Körperteil abgetrennt, wächst er sofort nach. Ui, das ist ziemlich praktisch. Das ist ziemlich praktisch, Freunde. Nanu, Gebieter, Tor entwickelt sich. Alter, ist das irgendwie der Part der Entwicklungen? Es entwickelt sich. Und die Navigation zu Luxtra. Gebieter, Glückwunsch, ein Tor hat sich zu einem Luxtra entwickelt. Für Luxtra wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sieht seltsam aus, von der Seite einfach so. Gebieter, dank seiner Augen, mit denen es durch alles hindurchsehen kann, findet es auch Beute, die sich hinter etwas versteckt hat. Sehr gut, zum Beispiel, Luxtra hat ja auch so einen ähnlichen Blick wie Garados drauf. Also ein bisschen böse. Aber ich finde zum Beispiel, Luxtra ist für mich eher ein weibliches Pokémon als ein männliches. Wie sieht es bei euch aus? Weißt du, bei Gastrodon ist so... Bei Gastrodon ist halt wirklich so für mich so ein 50-50. Es könnte weiblich oder männlich sein. Garados ist für mich klar männlich. Und Luxtra für mich irgendwie klar weiblich. Seht ihr das anders? Seht ihr das gleich? Eure Meinung würde mich interessieren, Freunde. Und, also eure Meinung interessiert mich jetzt wirklich nicht nur jetzt zu dieser letzten Frage, sondern allgemein interessiert mich eure Meinung. Wo war hier nochmal das Pokécenter? Die Musik ist ein bisschen groovy, da ist das Pokécenter. Wir gehen auch gemeinsam unsere Pokémon heilen, in Schleide, wo wir angekommen sind. Und, dann beende ich auch diesen Part. Ich hoffe, Freunde, dieser Part hat euch gefallen. Wenn ihm so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, der hoffentlich nicht ein Jahr auf sich warten lässt. Und, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Genießt euer Leben, genießt das Wetter, auch wenn es ein bisschen kühler gerade ist. Aber vielleicht schaut ihr diesen Part auch irgendwann im Sommer. Dann genießt den Tag umso mehr, wenn es nicht zu heiß ist. Weil ich mag es persönlich nicht, wenn es zu heiß ist. Aber gut, ich labe jetzt hier noch unnötig um den heißen Brei herum. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und... Tüdelü!